Ja, hallo und herzlich willkommen zu. Hallo? Nein, natürlich nicht zu. Hallo, wo ist ein. Ah, hier heißt Spreng. Hallo und herzlich willkommen zu. Meine Gedanken zu. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier von mit Gegnern zugemüllt werde, sodass man dann bin ich am. Ich dachte, ich wäre im Bückling-Modus. Sodass ich dann mehr am Ballern bin als am Erzählen. Ich wollte das sowas erst eigentlich heute mit Assassin's Creed Syndicate machen, weil das habe ich gar nicht mal auf der Festplatte installiert. Deswegen werde ich das wohl eher so machen, dass ich. Ach so, es ist ja dieser Roboter von diesem DLC. Deswegen werde ich das wohl eher so machen, dass ich mir quasi meine eigenen Videos angucke und dann mich mit der Webcam halt aufnehmen. Das geht hier momentan nicht. Und dann so halt. Drüber Quatsch über das Video. Jetzt soll ich an mich mal begreifen, wo ich lang gehen kann. Mit Fallout ist es so, ich habe damals dort, die machen hier einen Preis um die dicksten LKWs, die hier vorbeifahren. Also Fallout 1 und 2 habe ich damals, dadurch, dass ich Konsolenspieler bin, gar nicht mitbekommen. Ehrlich gesagt war ich nie interessiert daran, den dicksten PC zu haben. Das bringt einem eigentlich nichts. Für mich macht das ehrlich gesagt, es sei denn, man sammelt dann die ganzen Alteisenteile. Na gut, zwei habe ich auch noch im Schlafzimmer, ja, ist ja kein Schlafzimmer mehr, im Nebenraum stehen. Aber so zum Spielen mache ich jetzt hier. Zum Spielen selber. Zum Spielen selber. Ja. Da benutze ich keine. Oh, eine Haarklammer. Nehmen. Nein, ich tue nur so. Zum Spielen selbst nehme ich den PC nicht, sondern nur die Konsolen. Eigentlich kann man wohl auf dem Fluss raus. Das heißt, das war schon damals so PlayStation 1 und etc. pp. Ich will jetzt nicht alle Konsolen aufzählen. Fakt ist, ich habe die PC nicht zum Spielen. Ich habe den fürs Online-Schachspielen, für Videobearbeiten und so eine Geschichten habe ich den Rechner. Aber jetzt da hier. Deswegen verstehe ich auch nicht den Vergleich, dass manche die Grafik von PCs mit der Grafik von Videospielen vergleichen. Das mag ja die Xbox 360, mag ja noch eine recht starke Konsole gewesen sein, dass die auch mit guten PCs noch mithalten konnte. Aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich mir eine Grafikkarte für, sagen wir mal, 500 Euro hole. Ich glaube nicht mal, dass das wirklich die stärkste Grafikkarte ist, aber sagen wir mal 500 Euro eine Grafikkarte. Und eine Konsole kostet, sagen wir ruhig auch mal 500 Euro. Na gut, da muss ich jetzt als Vergleich, müsste ich ja jetzt dann die Xbox One X ranziehen. Aber obwohl mich das gar nicht so interessieren würde, ich bin nicht so der Typ, der. Ach, wollte ich eigentlich mehr erzählen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der jeden Pixel zählt. Ich muss das schon sofort erkennen können. Das ist, wenn ich Half-Life auf der Xbox 1 sehe, also Half-Life 2 meinetwegen, und sehe dann Tomb Raider, den Reboot auf der Xbox 360, ich nehme mal an, das wird auch nicht ganz, wird anders ausgesehen haben wie die PS3-Version, dann sehe ich den Unterschied der Grafik. Aber wenn ich hier schon beide Bilder nebeneinander haben muss, um grafische Unterschiede erkennen zu können, dann ist das für mich einfach eine zu schwache Nummer. Und deswegen wiederum gesagt, spiele ich lieber. An einer Konsole. Meine Güte, jetzt sie hat total geil darauf hier, mich hier abzunippeln zu sehen oder wie. So egal, ich spiele ja so ich um so eine Dinger hier mehr. Und wieder. Deswegen habe ich auch hier Fallout 1 und 2 ganz verpasst. Eigentlich habe ich sogar Fallout 3 verpasst.
Das war nämlich, dass ich mir damals Fallout 3 für die PlayStation 3 gekauft habe, habe das Spiel reingelegt. Das fängt damit an, also logischerweise installiert, das Spiel fängt dann damit an, dass man erst in diesem Vault, ich glaube 100, Vault 111 oder was das war, drin ist und dann später erst rauskommt. Und im Vault noch bekommt man eine Luftpistole und macht damit Schießübungen. Und da hat sich das Spiel schon bei mir aufgehängt. Das heißt, ich konnte auch die ganze Konsole gar nicht mehr reaktivieren. Ich musste wirklich, ich konnte vom Glück sagen, dass die Konsole noch Garantie hatte. Da musste ich zum Fachmarkt gehen, wo ich die gekauft habe, habe die abgegeben und die haben das dann in Ordnung gebracht. Aber das hat mich dermaßen gezeichnet, quasi schon, dass ich erstmal Fallout 3 nicht mal angefasst habe. Und Fallout New Vegas ist dann auch an mir vorbeigegangen. Und dann lange Zeit später habe ich das hier gesehen, Fallout 4. Für die PlayStation 4 habe ich mir das geholt. Ich finde, das sieht doch gut genug aus, muss ich ehrlich sagen. Das Spiel muss ja erstmal Spaß machen. Das ist ja das Allerwichtigste. Wenn das Spiel keinen Bock macht, dann ist die Grafik auch nichts. Dann spielst du ein Spiel, guckst du die Grafik an, denkst, die Grafik ist ganz toll. Und wenn da auf Dauer nichts mehr dahinter ist, dann ist die dollste Grafik, da hat man sich irgendwann dran satt gesehen und dann sieht man wirklich nur noch das schwache Gerippe darunter und dann bringt es das ja nicht. Insofern reicht für mich diese Grafik eigentlich. Aber wer weiß, dass man wächst ja mit dem, was man sieht. Das heißt, die PlayStation 2 Grafik hat einem ja damals auch irgendwann mal gereicht. Und die PS3, Xbox 360 Grafik, die hat einem ja auch mal gereicht. Aber heute, wenn ich natürlich ein Horizon Zero Dawn sehe, dann muss ich schon sagen, dass die Grafik sich da schon entwickelt hat. Deswegen, ich weiß nicht, wenn ich diese Grafik hier sehen würde, dieses Spiel in noch erheblich besserer und geilerer Grafik, keine Ahnung, in 5 Jahren oder was. Habe ich eigentlich keine besseren Waffen hier? Das finde ich auch schön an dem Spiel. Ich habe sehr viel Skyrim gespielt. Wo bin ich da eigentlich? Ach, Inventar, das war hier. Dann ist das so ungefähr gleich. Das heißt, man muss sich da nicht. Oh, ich nehme mal das Schwert der Wunder. Erinnert mich immer ein bisschen an Welt der Wunder. Hier. Take das Schwert der Wunder, du Idiot. Hier, wunder dich. Zack. Ja gut, ich hätte natürlich auch hier mal den hier machen sollen hier. Verteidige dich. Achso, das gibt es ja auch noch. Wo war ich denn jetzt? Dass ich Fallout 3 verpasst habe und Fallout New Vegas mir nicht geholt habe. Und dann habe ich mir auf der PlayStation 4 habe ich mir dann Fallout 4 geholt. Das war eigentlich gar nicht mal lieber auf den ersten Blick, weil das Spiel ja am Anfang nicht einfach ist. Sagen wir es mal so. Das heißt, dadurch, dass man die ganze Welt erkunden kann, das ist ja Open-World-technisch, sind dann natürlich, am einfachsten wäre es dann natürlich, das Spiel auch so zu spielen, wie die Quests am Anfang einführen. Und dadurch kann es dann auch nicht so passieren, dass man in Gebiete reinkommt, wo quasi, ja, die Gegner mit einem quasi schon den Boden aufwischen. Das ist natürlich nicht so prickelnd, mit einem Level 1-Charakter schon so ein, wie heißen die nochmal? Diese Bullenschädelmonster da. Die wischen dann natürlich mit einem den Boden auf. Was habe ich denn hier für eine brauchbare Waffe? Nicht, dass hier gleich wieder ein Gegner kommt und ich stehe schon wieder im kurzen Hemd. Da hatte ich die gerade auch schon. Automatisches Speichern. So, Waffe wieder weg. Das geht dann natürlich nicht. Das ist halt die Schwierigkeit an diesem Spiel. Man kann alles frei erkunden. Das ist aber auch in. Ich glaube, das ist in Gebiete unterteilt hier. Die sind zwar nicht so offensichtlich wie bei Assassin's Creed, wo dann Level 1 etc. ist, sondern es gibt schon Gebiete, wo Gegner sind. Also sagen wir mal so, wenn ich Level 2 bin und ich sehe dann. Ach, wie heißen die denn nochmal, die Gegner? Ach, es fällt mir nicht ein. Diese Schädelbullen, Dämonen, Gegner oder was das da ist.
dessen Name mir nicht einfällt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, dann ist das natürlich schon ein bisschen haarig, gegen die anzugehen. Und ich, so richtig warm wurde ich gar nicht auf Anhieb, aber jetzt mag ich es dann immer mehr, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal, um dann quasi. Wie war eigentlich Rennen? Achso, das ist hier den Stick runterdrücken. Dass ich quasi die Option mache, die ich nicht gemacht habe. Wie zum Beispiel die Railroad, mich der anschließen, das hatte ich damals nicht gemacht. Ich bin dem Institut beigegangen, habe mich dem angeschlossen. Dann noch Stählerne Bruderschaft anschließen, das könnte ich auch mal machen. Dadurch weiß ich natürlich auch nicht, wie es in dem Zeppelin aussieht. Die Stählerne Bruderschaft hat ja so einen riesigen Zeppelin. Das könnte man machen. Quasi die Option machen, die man vorher nicht gemacht hat. Ich habe ja gedacht, ja, das ist ja der Vater von ihm. Quasi, ja, es ist ja der Sohn von ihm. Dann durch sein Vater sein. Das ist ja quasi der Sohn von ihm. Und das Blut ist dicker als Wasser, habe ich mir gedacht, dann schließe ich ja der Sache an. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich der Railroad anschließt, dann ist das auch nicht alles so buntes Tralala. Ach, ich habe keine Lust, bei irgendwelchen Verteidigungen zu helfen. Die sollen sich selber helfen. Das finde ich ein bisschen blöd hier, muss ich ehrlich sagen. Die müssten. Ab und zu wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn die sich auch mal selber zu helfen wüssten. Das Problem ist nämlich. Ach, das war so ein Vieh nur. Das ist auch bei diesen. Wie heißen die denn noch? Minutemen. Die dann. Diese Basen aufbauen. Das ist, glaubt mal ja nicht, wenn du da so ein Vor, wie auch immer, wie man das nennt. Wir sind nämlich eigentlich nicht dieses Schwert der Wunder. Dann wundern sich die, also nicht gesehen, Ratten hier. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Munition für. Auf jeden Fall erheblich mehr Munition als dafür. Das ist halt, und dann habe ich dieses Spiel hier so richtig gespielt, also weitergespielt. Und dann habe ich es immer lieber gespielt. Ich habe sämtliche DLCs dafür gekauft. Und zumindest die wichtigen DLCs. Wie beispielsweise Nuka World und sowas. Und das hat mir wohl so gut gefallen. Dann habe ich in einem An- und Verkauf habe ich dann Fallout 3 gesehen. Das war wirklich zu einem Preis, da konnte ich nicht nein sagen. Das ist zwar ohne die DLCs. Das ist natürlich doof. Jetzt treffe ich den ja gar nicht. Ist der denn? Das bringt dann noch so ein bisschen raus hier. Ah gut, das Spiel kann nicht wissen, dass ich ja den Erzähl-Johannes machen will, den Ich lauf rum und guck rum Podcast hier veranstalten will. Und dann habe ich mit Fallout 3, ach ja, das war der unschlagbare Preis. Das waren 3 Euro für das Spiel und die DLCs von Fallout 3, die sollten so habe ich später nachgelesen, sollten eher mau sein. Da habe ich mir das geholt und da habe ich das gespielt. Und Fallout 3 fand ich auch gar nicht mal so verkehrt. Das Blöde ist nur, bei Fallout 3 fehlt mir wirklich nur eine einzige Figur von diesen Wackelpuppen, die man da sammeln kann. Und das ist die Figur, die man das ganz am Anfang ist man ja auch dort in der Vault. Und da muss wohl in dem Büro von dem Vorsteher von dieser Vault muss wohl eine Wackelpuppe sein. Und die hatte ich nicht eingesammelt. Ansonsten habe ich alles komplett. Ist natürlich fatal, ist ja wieder GEMA-Score, der mir abhanden kommt. Aber was willst du machen? Kannst du machen? Nix, muss gucke zu. Jedenfalls habe ich dann Fallout 3 gespielt. Ich fand das richtig gut. Das sind so Spiele. Da spielt man ja richtig jeden Millimeter. Das gibt so Spiele, da quälst du dich so durch. Und da gibt es auch Spiele. Okay. Okay, der haut ja sowieso ab. Der hat keine Lust drauf.
Lepo, ich hau doch schon ab hier. Hallo? Bist du doof? Der war wohl zu doof zum Abhauen. Das ist je nachdem, wie stark die Waffe mal nicht war und wie stark die Gegner waren, desto schneller kann man das dann machen. Also diesen Kram mit dieser linken Schultertaste, dass das hier markiert wird. Auf jeden Fall habe ich dann Fallout 3 gespielt. Und nachdem ich Fallout 3 gespielt hatte, hatte ich so viel Bock auf Fallout. Da bin ich dann auf eBay drauf und habe nachgeguckt, was denn Fallout New Vegas kostet. Das war, glaube ich, um die 20 € rum. Inklusive Port und Verpackung. Ja, und dann habe ich mir Fallout New Vegas. Das war übrigens eine irgendwie Game of the Year Edition, Complete Edition, irgendwie sowas. Da waren auf jeden Fall alle DLCs mit dabei bei diesem New Vegas. Da kann ich mich doch übrigens am deutlichsten dran erinnern, an diesen Old World Blues, diesen DLC. Das war eine Klamotte, die man mit der Xbox One nicht spielen konnte. Das heißt, wenn man diesen Old World Blues gespielt hat, dann hat man und hat diesen Speicherstand. Man kann ihn da transferieren mit Xbox Live Gold. Da kann man auf der Xbox One die Speicherstände von der 360 aus der Cloud kann man die benutzen. Die muss man natürlich erstmal hochladen in die Cloud. Und dann steht da, einige DLCs werden nicht unterstützt. Das hat mir richtig geholfen. Das war beim New Vegas war eine Stelle. Da war, die gehen so schnell platt, weil ich schon Level 108 bin. Da kam man auf jeden Fall nicht weiter. Das Spiel hatte sich aufgehängt. Man konnte das Spiel, diesen DLC nicht beenden. Und dann hatte ich das auf der Xbox One. Ich hatte nämlich erfahren, dass der DLC ja nicht unterstützt wird von der Xbox One. Dann hatte ich auf der Xbox One einfach den DLC, also den Speicherstand nicht runtergeladen. So war das. Und hab dann. Was ist denn los hier? Und sich dann einfach verpissen. Und dann hatte ich auf der Xbox One das Spiel geladen, den Speicherstand. Und dann stand da so nach dem Motto: Das Spiel wird ja nicht unterstützt. Und deswegen bin ich wieder in der Pampa. Das war mir aber sehr recht. Dadurch war ich nämlich wieder in der normalen offenen Spieleweltkarte. Und habe das dann normal weitergemacht. Das Problem war einfach, man hatte zu wenig erlebt. Das war ja so ein DLC, da sollte ja erst später gespielt werden. Und da wird einem quasi gefragt, was man denn alles so erlebt hat. Oder wir haben ja zusammen erlebt, das und das und das und das. Jetzt war da aber nichts. Deswegen hat er es immer wiederholt. Und dann, als ich dann das Spiel nochmal abgeschlossen hatte, also New Vegas, und habe dann diesen. Und habe dann auf der 360 weitergespielt, habe aus der Cloud wieder runtergeladen für die 360. Und dann bin ich wieder. Da musste man zu einem bestimmten Punkt hin. Zu so einem Autokino. Um den DLC auszulösen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich ganz normal den DLC von vorne angefangen. Als wäre nichts gewesen. Konnte sogar alle Erfahrungspunkte etc. konnte ich alle wieder sammeln. In dem Spiel. Ich kann schwer nicht in diese Richtung gehen. Meine Güte. Und konnte ganz normal den DLC abschließen. Zum Schluss ging es dann auch. Dann hat er ganz normal den DLC abgeschlossen. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Das ist übrigens die Stelle einer Bruderschaft. Das sind die, die man dann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man dann selber mit den Dingern fliegt. Das war dann New Vegas. Da hatte ich dann alle die. Da ganz schwach wäre. Was war das? Railroad oder was das war? Man sollte also durch ein Canyon Leute begleiten. Da ist man dann auch durch. Das dauert ein paar Tage. Da hab ich erstmal gegrübelt. Man musste erstmal Klamotten in die Kiste reinlegen. Man konnte nur so und so viel tragen. Da musstest du ohne Ende musstest du, weil ja diese Reise so beschwerlich war, ohne Ende musste man dann in so eine Kiste die ganzen Brocken reinlegen, bis man ein gewisses Gewicht drauf hatte, was man nur haben durfte. Dann kommen die an diesem Canyon an, kommen da raus, kommen in Hinterhalt, werden alle erschossen. Der Lippo muss sich erstmal da durchkämpfen, dass man dann nicht selber erschossen wird. Geht dahin, alle tot. DLC gescheitert. Da habe ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt hier, da hätte ich eh keinen Bock drauf gehabt, da jetzt hier. Oh, sie haben aber schöne Unterhose. Ich mag das nicht, so eine geleitschutzmäßigen Klamotten.
Das heißt, man muss dann Leute beschützen oder sowas. Und dann, wenn die nicht beschützbar sind, dann ja, war es das dann. Helfen Sie, den Kontrollpunkt zu verteidigen. Also, wenn die mich dafür nötig haben, dann kann ich auf diese Armee aber wirklich verzichten. Ich meine, es ist ja klar, man will natürlich die Spielfigur möglichst in das Spiel einbringen. Ach nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich will doch nur erzählen. Ja, und dadurch habe ich dann hier eben Fallout New Vegas auch noch gespielt. Und dann habe ich halt die ganzen DLCs. Ich sag viel, falls haben das auch, wenn ich sag viel und dann. Aber egal. Danach habe ich dann die DLCs alle gespielt. Das heißt, die relevanten DLCs. Ich bin eh nicht der Hüttenbaukönig, deswegen möglicherweise gibt es auch ein DLC, dass man ja noch geschmeidiger seine Forts bauen kann. Da hatte ich dann aber keinen großen Bock drauf, so den Vorbauer vom Herrn zu spielen. Und jetzt warte ich darauf, was da noch kommen möge. Zwischendurch habe ich natürlich noch The Elder Scrolls Skyrim gespielt. Dann habe ich noch versucht, The Elder Scrolls Oblivion zu spielen. Das war mir ein bisschen zu sperrig, muss ich ehrlich sagen. War Oblivion das Spiel, wo die Waffen kaputt gingen? Da war doch mal was. Ich meine, Morrowind habe ich ja gar nicht gespielt. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen. Kann das übrigens sein, dass man Morrowind für die Xbox 360 bekommt? War da mal. Ich habe doch irgendwo mal in einem anderen Verkauf gesehen, eine Xbox 360-Version von Morrowind. Also die auf der Xbox 360 spielbar war. Ich weiß es aber nicht genau. Das kann, ich meine, das war Oblivion. Wo man, wenn man die Waffen zu oft benutzt, dass die Waffen kaputt sind, dann steht es plötzlich ohne Waffen da. Und sonst wüsste ich jetzt auch gar nichts mehr. Da sind auch wieder Gegner. Die respawnen ja immer. Ich habe eh keine Quests mehr, die ich noch spielen kann. Ja, ich wollte das doch eigentlich ganz kurz machen. So, ich verabschiede mich dann mal. Schreibt mal eure Erfahrungen mit Fallout. Ich meine, Fallout New Vegas war einfach nicht erfolgreich genug, um jetzt hier quasi, ja, vielleicht würden sie es ja doch machen, ich weiß es ja nicht. Ich würde es auch spielen, wenn die jetzt quasi wieder so zweigleisig ist. Da, ach, die Todeskrallen heißen die. Jetzt, wo ich eine sehe, da hinten fällt es mir ein. Das sind die Viecher, da sollte man vielleicht nicht unbedingt am Anfang des Spiels schon gegen vorgehen, weil die sind wirklich todesmäßig tödlich. Die Todeskrallen, das ist keine Chance. Ja, könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ich habe ohnehin, ist ja schon wieder nicht, geht es ja wieder nicht weiter? Meine Güte, es geht aber oft nicht weiter. Vielleicht bewege ich mich immer am gleichen Rand hier entlang. Und laufe im Kreis oder so. Ich kriege das gar nicht mit, wenn ich hier so am Erzählen bin. Ich weiß momentan gar nicht, ob das hier so gehen würde. Das ging bei ist ja jetzt ein ganz anderes Spiel. Bei Risen 3 ging das gut. Da hätte ich quasi die Todeskralle geschnappt, hätte die hinter mich herlaufen lassen, dann in so ein Dorf von Gegnern und dann hätten die sich gegenseitig bekriegt. Das habe ich bei Risen 3 waren das so starke Gegner. Ich meine, das war Risen 3 oder 2, ich weiß es gar nicht mehr. Oder gar 1. Auf jeden Fall waren da so eine Gegend, wo starke Gegner waren. Dann habe ich die einfach mich hinterherlaufen lassen, bin dann in so ein Dorf da rein von Schmugglern oder was das war. Und die haben dann gegen diese Monster gekämpft. Das habe ich dann so oft gemacht, bis die Gegner alle platt waren. Ich nutze halt die Möglichkeit nicht Krieg. Aber hier, man will ja hier zurückzukommen. Ob quasi wieder so eine Wechselschiene vom Staat kommt, dass hier immer gewechselt wird zwischen New Vegas und Fallout, also Fallout, also jetzt ein New Vegas 2, dann Fallout 5, dann New Vegas 3 und ein Fallout 6. Ich weiß nicht, ich mag da nicht so recht dran glauben. Dafür ist der Aufwand ja enorm. Das ist ja nicht einfach nur. Meine Güte. Ich stelle mir das sogar noch aufwendiger vor als GTA. Weil man hier allerlei Quests haben muss, wo GTA ist natürlich auch nicht, auch natürlich einen fetten Aufwand. Aber ja, du weißt, was ich meine. Als wenn das einfach nur Open World wäre hier. Da müssen die ganzen Quests müssen ja auch gemacht werden. Ja, und das war's auch schon. Jetzt warte ich quasi auf das nächste Fallout.
Ich weiß ja auch nicht, wann das war. Wann kam das denn jetzt? 2015. Ende 15. Ende 16. Ende 17. Wie lange war es denn her zwischen Fallout 3 und Fallout 4? Fallout 4 kam 2015 und Fallout 3 kam. Wann kam das denn? 2008? 2010? Also ich würde sagen, Minimum 5 Jahre Abstand dazwischen. Im Skyrim wollen sie ja nicht machen, also in The Elder Scrolls wollen sie ja momentan nicht machen. Allem, das sind so. Ja gut, das sind natürlich Zeitfresser, muss man ehrlich sagen. Das ist hier Horizon Zero Dawn. Da habe ich es auch geschafft, mich 120 Stunden mit zu beschäftigen. Indem ich quasi loote ohne Ende. Was ist eigentlich hier waffentechnisch? Versuch mal hier was Geiles an Waffe am Start zu haben. Falls mir doch die Todeskralle in den Rücken fällt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch überhaupt am Vorspielen bin. Das war doch gar nicht Sinn der Sache hier. Diese Vorspielerei. Ich finde, was mir auch gefällt, das ist hier so ein, sagen wir mal, realistischer Look. Das ist nicht so knuddelbunt oder so. Das gefällt mir hier dran. Auch bei Skyrim. Das habe ich ja auch noch gespielt mit der. Wer ist ja eigentlich diese aufgebohrte Version? Was, habe ich das irgendwo hier stehen? The Elder Scrolls Skyrim Special Edition. Das ist für die Xbox One. Da bin ich mal gespannt. Ja gut, vielleicht kommt ja auch im Horizon Zero Dawn 2, wird man wohl auch noch drauf warten müssen. Da kommt ja erstmal ein DLC. Lass mich überraschen, was da so kommen mag. Vielleicht hole ich ja sogar erstmal. Ich glaube, diesen Monat will ich mir sogar erstmal den DS Lite holen. Den kriegt man so günstig. Bei meinem DS, also Nintendo DS. Ups, das habe ich wohl doch gesehen. Mein Nintendo DS, der macht es touchscreen-mäßig nicht mal so sehr. Und wenn ich dann bei Gehirnjogging den Münzzähler macht, da kann ich manche Münzen nicht anklicken. Ja, das war's auch schon hier. Deswegen werde ich mir diesen Monat wohl einen DS Lite holen. Statt dem Spiel. Wie alt ist mein DS hier? 2006 habe ich mir den geholt. Der ist ja 11 Jahre alt. Da kann das schon mal vorkommen, dass schon so ein Touchscreen nicht mal so gut funktioniert. Und ich habe die jetzt gesehen auf eBay. Die kriegst du schon so nachgeworfen für 39 Euro oder 40 Euro. Dann mache ich lieber das. Dann warte ich erstmal bis Uncharted The Lost Legacy günstiger wird, dann hole ich es mir. Das ist eines meiner günstigen Titel. Das ist ja eigentlich The Lost Legacy das gleiche wie Uncharted 4 mit anderen Spielfiguren. Holen werde ich es mir irgendwann, aber ich spiele momentan auch andere Spiele. Und jetzt nicht das hier, das mache ich nur für das Video. Zum Beispiel Doom 1 und 2. Momentan bin ich noch bei Doom 2. Doom 1 habe ich schon. Und von der BFG Edition. Ich werde aber nicht Doom 3 davon spielen, sondern hast du nur geholt, um mal zu gucken, was denn Doom 1 und 2 waren. Meine Güte, ich spiele schon einen ganzen Monat, weil ich mich dauernd. Ich will auch nicht alles Ja, heute muss ich mal gucken. Beim Video. Also ich will auch nicht alles per Hilfe spielen. Da war eine so eine Stelle, da muss man einen Schalter betätigen. Dann waren zwei Türen rechts oder links. Man ist durch die linke Tür. Durch einen Teil des Ganges gegangen, wie durch ein kleines Stück nur. Dann hat man was gehört, ist zurückgegangen. Und dann hat man gesehen, wie sich um die Ecke ein Gang geöffnet hatte. Damit erstmal zu rechnen. Deswegen kam ich da auch einfach nicht weiter. Da habe ich mir kurz. Ah, das geht ganz geschmeidig mit der Xbox One. Ich gehe dann mit dem Xbox Guide Button aus dem Spiel raus. Gehe auf YouTube. Das kann ich in der Liste anwählen. Gut, dass ich immer noch hier so blöd im Kreis gehe wegen mit der Todeskralle. Meine Güte. Dann wähle ich das Video halt an, gucke mir das Stück an, was ich da als Hilfe brauche. Gehe dann wieder ins Spiel rein, gehe auf Back, solange bis er das schließt. Dann bin ich automatisch wieder im Spiel drin und dann, so kann ich dann geschmeidig hin und her schalten zwischen dem Video und dem. Das habe ich aber dann nur ein kurzes Stück gemacht. Aber dafür hatte ich den immerhin 100% aller Gegner platt gemacht, 100% aller Gegenstände
gefunden und 100% aller Secrets gefunden. Ach, das ist wieder so ein Dorf hier. Was ich gerade sagen wollte, die machen nichts. Die machen, ich habe mal geguckt, ob man die einteilen kann oder so. Das geht ja auch nicht. Die gammeln hier so ab, lassen das alles verwesen hier. Und da habe ich dann einfach keine Lust mehr auf diese Dörfer. Die Minutemen, das ist nicht so mein Ding. Da ist irgendwas. Ja, und dann würde ich mal sagen, war es das jetzt auch endgültig für das Video. Das wird zu lang. Ihr könnt mir erzählen, wie ihr das gespielt habt. Ja, ich würde es tatsächlich holen. Wenn die wie die BFG Edition, also da war ja Doom 1 und 2 dabei, wenn die Fallout 1 und 2 dabei tun würden, in hochauflösend, ja, oder meinetwegen auch nur Fallout 1 und 2 hochauflösend, da würde mich interessieren, würde sich das überhaupt lohnen, das heute noch zu spielen? Oder wäre das ein zu weiter Schritt zurück? Weil ja, ich meine, Bethesda hat erst mit Fallout 3 angefangen, das mitzuentwickeln hier. Das war, meine ich, vorher bei einem anderen. Fallout 1 und 2. So, und damit mache ich jetzt aber wirklich mal Schluss hier. Das ist zu lang. Schreibt es in die Kommentare, eure Fallout 2 Erfahrungen. Die nächsten Sachen werden auch hoffentlich mal ein bisschen kürzer werden. Ich verquatsche mich immer so viel. So, dann beende ich mal diesen gespielten Podcast und sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal weiß ich noch nicht, was ich dran nehme. Dieses Mal war Fallout. Eine Serie, die ich nicht mal missen möchte. Weil er einfach hier. Ja, vielleicht mag ich das sogar ein bisschen, dieses Abgeranzte ja da im Spiel, das alles in Schutt und Asche liegt. Man weiß es nicht. So, tschüss, bis zum nächsten Mal und schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen rauf oder runter. Wie seht ihr das so mit Fallout? Wäre Fallout 1, 2 aus ja, erfahrungstechnischer Hinsicht ein Gewinn, wenn man das nochmal spielen könnte, wenn man es gar nicht kennt, so wie ich? So wie Doom 1 und 2, die ich gar nicht kannte. So, und tschüss und adios und viel Spaß beim Zocken.